hört ihr es schnarchen? Lasst es uns doch gemeinsam aufwecken. Ich zähle wieder bis drei. Eins, zwei, drei. Und dann rufen wir ganz laut, Musi, Kroko. Schaffen wir das? Okay, dann geht's los. Achtung. Eins, zwei, drei. Musi, Kroko. Es hat nicht funktioniert. Lauter. Eins, zwei, drei. Musi, Kroko. Nochmal. Eins, zwei, drei. Musi, Kroko. Hey, was? Wer weckt mich aus meinem Winterschlaf? Musi, Kroko, wir wollen ein neues Video machen. Oh, für die Kinder? Ja, die wir doch schon so vermissen. Ja, ich vermiss euch hier. Ja, ihr dürft ja leider gerade nicht in die Musikschule kommen. Deshalb haben wir gedacht, wir machen wieder ein kleines Video für euch. Dann könnt ihr zu Hause mit Mama, Papa oder auch mit euren Geschwistern zusammen ein bisschen Musik machen. Und heute geht alles um die Wichtel. Die Wichtel, die wir vielleicht auch die letzten Wochen schon besucht haben. Ja, es geht so mit dem Zug los. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir heute so alles rauskommen, Musikprogo. Ja, und wichtig ist, schnappt euch zu Hause ein bisschen Platz und macht bei allem ganz toll mit. Egal ob singen, tanzen, Musikinstrumente spielen. Macht mit, was immer ihr auch könnt. Machst du denn auch mit, Musikroko? Na klar! Komm, Musikroko, wir singen doch noch unser Begrüßungslied. Ja, hallo, wer bist du denn, oder? Für jedes einzelne Kind von euch da draußen. Ja, hallo, wer bist du denn, du denn, du denn? Ja, hallo, wer bist du denn? Guten Tag! Herzlich willkommen heute in unserer Musikstunde. Und jetzt geht's los, auf an den Bahnhof zum Zug der Zwerge. Okay, wir gehen an den Bahnhof. Denn der Zug müsste gleich fahren. So, wo kommt er denn jetzt? Thank you.
und wir fahren weiter mit unserem Zug. Könnt ihr das hören? Ich glaube, wir sind an unserer ersten Station angekommen. Alles aussteigen! Auf geht es in die Wichtelwerkstatt. Schnappe dir zwei Kochlöffel, was auch immer du aus Holz da hast, mit dem du klopfen, handwerkern, kleben, sägen oder was auch immer kannst. Und los geht es bei den Wichteln in der Wichtelwerkstatt. In der Bäckerei? Lasst uns in die Weihnachtsbäckerei gehen. Alle Kinder steigen aus. Oh,
Entschuldigung, aber ich konnte nicht anders. Ich musste einfach die leckeren Plätzchen probieren, auch wenn sie vielleicht ein bisschen angebrannt waren. Ich hoffe, dass ihr zu Hause mit Mama und Papa auch richtig schöne Plätzchen gebacken habt. Sehr cool! Aber ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende unserer Reise. Also lasst uns wieder in unsere Tschü-Tschü-Tschü die Eisenbahn einsteigen und mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Okay. Und los geht's! Wir sind mal ganz schnell unterwegs! Sag mal, wird euch auch langsam etwas kalt? Nein! Schaut mal! Ich glaube, es hat angefangen zu schneien. Lasst uns doch aussteigen und die kleinen Schneeflocken ein wenig auffangen. Wir gehen raus und gleich kann unser Tanz losgehen. Der ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Wo kommst du denn her, kleiner Stern? Und wo geht deine Reise hin? Vielleicht nehmen wir ihn mit. Mit im Zug zu unserer nächsten Station. Denn hier an der nächsten Station möchte uns der kleine Stern seine ganz persönliche Geschichte erzählen. Die Geschichte vom Weihnachtsstern, der nach Bethlehem gekommen ist. Dafür braucht ihr jetzt ganz besonders eure Ohren. Ihr müsst gut zuhören. Habt ihr gehört, Bim und Bam? Musikoko, du auch. Und was machen wir immer, wenn wir gut zuhören müssen? Wir putzen unsere Ohren bei unseren Riesenwattestäbchen. Also, ausgepackt. Linkes Ohr. I, 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 I. Ah, ich kann richtig gut hören. Anderes Ohr. I, 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 I. Ah! Auf geht's. In unserer Geschichte, da brauchen wir nämlich ein paar Instrumente. Und weil ich dachte, dass ihr euch ja mit diesen Instrumenten gut auskennt, möchte ich mit euch ein kleines Rätsel spielen. Ihr hört jetzt gleich immer eins der Instrumente, seht das Bild und dürft erraten, welches Instrument ihr gerade hört. Achtung, jetzt geht's los. Na, habt ihr's erraten? Richtig, es ist die Triangel.
Nächstes. Und? Wieder richtig. Der Schellenstab. Nächstes. Na, was habt ihr jetzt gehört? Natürlich die Handtrommel. Nächstes. Und was war jetzt zu hören? Genau, das Glockenspiel. Nächstes. Das Instrument kennt ihr bestimmt richtig gut. Natürlich. Nächstes. Ein ganz kleines, feines Geräusch. Das können natürlich nur die Rasseln sein. Nächstes. Das ist doch mal ein schöner Klang. Und, erkannt? Richtig, die kleinen Glöckchen. Jetzt kommen noch Geräusche, die müsst ihr zu Hause machen. Denn in unserer Geschichte, im Stall von Bethlehem, gibt es auch noch den Ochsen. Der macht so. Muuu. Und dann gibt es noch den Esel. Der macht so. Hi-a, hi-a. Kannst du die Geräusche auch nachmachen? Wie macht der Ochse? Muuu. Richtig. Und wie macht der Esel? Hi-a, hi-a. Okay, wenn die beiden in der Geschichte vorkommen, dann bist du gefragt. Dann mach das Tiergeräusch nach. Und los geht's. Der kleine Stern wird uns jetzt seine Geschichte erzählen. Ganz oben am Himmel leuchten viele, viele Sterne. Doch ein Stern ist ganz besonders. Er hat einen Schweif und leuchtet viel heller als alle anderen Sterne. Das ist der Weihnachtsstern. Heute ist der Stern besonders aufgeregt. Er bewegt sich am dunklen Himmel voran, denn heute ist etwas ganz Besonderes geschehen. Maria und Josef machen sich auf den Weg nach Bethlehem. Maria bekommt bald ein kleines Baby. Sie ist sehr müde. In Bethlehem sind alle Häuser belegt. Doch in der Nähe finden Maria und Josef einen Stall. Beim Ochsen und Esel haben die beiden es warm. In tiefer Nacht bringt Maria ihr Baby zur Welt. Es heißt Jesus. Sie wickelt es in Windeln und legt es in die Futterkrippe. Maria summt dem Jesuskind ein Lied. Und schon schläft es ruhig ein. Der helle Stern steht nun über dem Stall. Er freut sich und funkelt noch mehr. Sanft leuchtet der Stern auf das Kind im Stroh. Das Kind bringt Liebe in die Welt und macht alle froh. Die Hirten sind draußen auf dem Feld bei den Schafen. Sie folgen dem leuchtenden Stern bis zu dem Stall. Dort finden sie Josef, Maria und das Kind. Sie freuen sich alle, das könnt ihr sehen. Jesus ist geboren und das ist schön.
So, Kinder, funkelt in der Weihnachtszeit. Seid glücklich, besinnlich und freut euch. Ihr bekommt bestimmt Geschenke unterm Weihnachtsbaum und habt viel Zeit mit Mama, Papa und der ganzen Familie. Ich wünsche euch immer nur das Beste, bleibt gesund und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Euer Musikroko und eure Franzi. Tschüss!